Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade Senua Sacrifice. Ich habe schon festgestellt, hier ist irgendwas zerbrochen. Ich weiß jetzt nicht, was unsere nächste Mission ist. Ob wir jetzt irgendwie was mit der Zeit machen können oder wie auch immer. Wir hatten ja schon mit Feuer und Illusionen zu tun. Aber von dort bin ich gekommen, ne? Ich muss jetzt hier lang. Deswegen schauen wir mal. Es hieß aber auch gerade, man solle halt Acht geben, also in der letzten Folge, dass hinter jeder Tür sich ein neuer Kampf befinden könnte. Und ich weiß nicht, ist das jetzt einfach nur eine Aneinanderreihung von Arenen? Oder was müssen wir tun? Okay. Was haben wir hier? Sehr gut. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Ein Problem. Mit Riesen und so. Hier kommen wir jetzt natürlich nicht raus. Das ist von der anderen Seite blockiert. Da oben es könnte ein X ergeben. The journey to Helheim is never a straight one. Je nachdem, wo man steht. Path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Platzieren wir uns am besten, dass die Dinger hier oben ein X ergeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so sein soll. X. Ah, okay, I see. Wird uns noch ein S und ein... Ja, keine Ahnung, was das andere für ein Buchstaben ähnlich sehen soll. Ein Buchstabe, den es so nicht gibt bei uns. Ich weiß nicht, ob auf dem Schiff hier was sein soll. Hier ist auch eine Treppe. Ah, ich glaube, wir können tatsächlich dann hier irgendwie... Wenn ich das wieder herstelle, wie auch immer, geht bestimmt die Treppe nach oben. Es könnte auch... Oh, an der Seite könnte das hier oben auch ein S sein. Warum stimmt das nicht? Ich finde sehr wohl, dass das hier das S ist. Schade. Warte mal, aber viel mehr Möglichkeiten haben wir ja doch kaum noch. Wir kommen da nicht raus. Kann sogar hier runtergehen. Oh, das habe ich gerade irgendwie nicht ganz mitbekommen.
Ah, ich kann tatsächlich die Treppe wieder herstellen. So geht das. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Und da hoch. Hier ist das S. Ist auf jeden Fall nicht da, wo ich dachte, oder? Doch. Könnte immer noch dort sein, wo auch das X war. Und da oben könnte dieses A sein. Da fehlt nur ein... Querbalken. Nee. Das S will es nicht sein. Wo fokussiert ihr denn immer hin? Oh, nach oben. Okay, dann halt aus der Richtung. Das war ja jetzt ein bisschen schwierig. Ich meine, den Pfad wird es nicht umsonst hier geben, oder? Oh, Senua. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Ich habe gehofft, hier vielleicht einen Runstein zu finden, aber zur Sicht nehmen wir auch. Okay, uns fehlt noch eine Rune, die wir noch irgendwo wiederfinden müssen. Gucken, wo der Weg uns jetzt hier noch hinführt. Wir können hier nach oben und wir können hier nach unten. Ja, wenn wir hier runtergehen, können wir unten auch das Tor aufmachen, denke ich. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold, all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Sympathisch. Gehen aber wieder nach oben. So, und haben wir ja eigentlich alles abgesucht. Und hier oben ging es dann auch weiter. Okay, wenn wir jetzt nach rechts gucken, sehen wir, glaube ich, das A auch wieder mit diesen roten Holzdingern. Ja.
Cool. Jetzt haben wir das Tor unten offen. Der ist hier, glaube ich, auch nicht. In dem Abschnitt waren auch nur zwei Runensteine zu holen. Boah, was war das für eine wilde Kamerafahrt? Kamerabewegung. Die Kamera dreht sich manchmal echt blöd hoch und runter. Ja, hier gab es bloß das I und das T. Ja. Ein Abschnitt noch, dann müssten wir bei der Hälfte des Spiels sein. Wie es scheint. Wenn ich jetzt ungefähr nach der Anzahl der Runensteine gehe. Ja, ob uns jetzt wieder Gegner begegnen? Aber das Wetter, muss ich sagen, ist auch schon gruselig genug. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword, pick it up, fight the darkness, fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts, and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's a curse. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Dare.
go on. When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Kein Schwert mehr. Und wir folgen jetzt unseren Gedanken. Ich gehe kurz mal nach links. Geht nämlich einen Weg lang. Ist bestimmt nicht umsonst hier. Gut, der Weg führt mich genau dahin, wo ich lang hingekommen wäre, wäre ich oben lang gelaufen. Das konnte ja keiner ahnen. Hier ist vielleicht ein Runenstein. Aber ist es nicht. Oh, wir kriegen ein neues Schwert von was auch immer wir sehen. Nicht, was ich tun soll. Die Folge müsste eigentlich gleich enden und ich weiß aber nicht, was jetzt passiert. Deswegen, ich glaube, ich beende diese Folge jetzt schon an dieser Stelle und ich bin sehr gespannt, was uns hier gleich erwartet, aber das schauen wir uns morgen an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.